Ich sage immer, Veränderung passiert in drei Schritten. Hat wer eine Idee, was der erste Schritt von Veränderung sein kann? Erkennen. Erkennen, genau. Ich sage immer, Bewusstsein. Ja, dass ich mir bewusst darüber bin, was will ich denn verändern? Erkennen, Bewusstsein. Bewusstsein. Okay, wenn ich es erkannt habe, wenn ich mir darüber bewusst bin, was ich verändern will, was, dann gibt es noch einen Unterschritt, was ist dann ein nächster Schritt, wenn ich das erkannt habe? Planen. Planen, ja, das ist dann schon weiter vorne. Ja. Akzeptieren. Akzeptieren, genau. Akzeptieren. Weil was ist, wenn ich es nicht akzeptiere? Wird es nicht funktionieren. Genau, kann ich es nicht verändern. Das habe ich so oft in der Praxis erlebt oder bei mir selber. Wenn ich ein Problem nicht akzeptiere, wenn ich es nicht akzeptieren kann, wie es ist, kann ich es nicht verändern. Ich bringe da immer ein Beispiel dazu. Weil was tue ich, wenn ich es nicht akzeptiere, dann kämpfe ich dagegen an. Was ist denn, wenn ich zu einer Wand gehe und gegen eine Wand drücke? Je stärker, dass ich gegen die Wand drücke, die schwingt jetzt besonders gut, desto mehr drückt es mir von der Wand weg, desto mehr Kraft kommt von der Wand auf mich zurück. Wenn ich mir aber an die Wand hinstelle und noch anlange, dann spüre ich den Druck auch, aber es ist okay, dann kann ich aufstehen und irgendwann weggehen. Das heißt, ich kämpfe nicht dagegen, ich akzeptiere das, den Widerstand, der was da ist. Und so ist es bei allen unseren Problemen, die was wir im Leben haben, Themen, ja. Ja, und wie akzeptiere ich dann? Das Thema, was da ist, wenn ich zum Beispiel jetzt in einer Abhängigkeit bin, dass ich hergehe und wirklich in das Gefühl komme, okay, es ist so, wie es ist. Und dass ich dann, ich habe das oft so gemacht, okay, es ist jetzt, wie es ist, und ich habe das dann immer sehr gut akzeptieren können, im Hinblick darauf, dass wenn ich es akzeptiere, es mir in der Zukunft viel, viel besser gehen wird. Das hat mir immer voll geholfen, dass ich dann zu mir gesagt habe, Christoph, okay, es ist jetzt, wie es ist, aber es wird besser werden, weil du daran arbeiten wirst und weil du das lösen wirst. Und das hat mir dann geholfen, dass ich dann die Situation im Moment, wie sie es ist, akzeptiert habe, auch wenn es richtig scheiße war und wenn es sich nicht gut angespielt hat, aber ich wusste, okay, es wird besser, wenn ich daran arbeite und dranbleibe und immer weitermache. Und so habe ich dann für mich persönlich die Dinge akzeptieren können. Manche Leute sind verschiedene andere Sachen und das hat mir extrem geholfen. Okay, was ist dann ein nächster Schritt, wenn ich es akzeptiert habe? Ja, das ist dann immer ein wenig weiter vorn. Loslassen. Loslassen, ja, das ist auch ganz wichtig. Das können wir uns akzeptieren dazu. Loslassen. Ausrichten. Ausrichten, ja. Was zu machen. Was ist denn, wenn ich ein Thema gehabt habe in meinem Leben und das Universum schickt mir das wieder zu? Und dann bin ich wieder in dem Thema drin, auf einmal merke ich, wow, das ist genau wieder das Gleiche. Verändern. Verändern, ja. Aber was ist wichtig, dass ich dann sagen kann, wenn das wieder kommt, nein, hey, kenne ich schon, mag ich nicht mehr. Was ist wichtig? Grenzsetzen. Grenzsetzen, ja. Dass man die Kraft dafür aufnimmt. Ja, ganz einfach. Dass ich auf einer rationalen Ebene sagen kann, hey, das kenne ich schon. Will nicht mehr. Also das heißt verstehen, damit, dass ich verstehe, woher das Problem kommt. Das soll man verstehen. Und ich finde es einfach ganz wichtig, dass ich auf einer logischen, rationalen Ebene verstehe, wie das Problem entstanden ist. Weil dadurch wird man ganz viel klar und erkenne ganz viele Zusammenhänge. Und ich kann dann auch sagen, wenn mich das Universum prüft und mir das nur mal schicken würde, kann ich sagen, nein, mag ich nicht mehr, weil ich es schon verstanden habe. Ja, man versteht es ja nicht immer, warum man so handelt. Ja, genau. Warum man das mitnimmt, wo ist der Auslöser gewesen, dass man sich so viel Zeit lässt, das ganze Leben lang. Das ist ja eigentlich das Hauptproblem von allem. Das schauen wir uns heute an. Okay. Man weiß ja, dass man Fehler macht, aber... Ja. Genau. Und darum ist das Verstehen so wichtig. Weil, wenn ich das verstehe, das Thema, dann ist es wie wenn man so Scheuklappen vor die Augen runterfallen. Und dann verstehe ich die Zusammenhänge und dann sehe ich so viel anders. Und ganz viele Menschen, die was in der, ich gehe da nicht drauf ein, wie das in der Kindheit ist und wie das passiert,
Und ganz viele Menschen, oder auch viele Leute, die ich begleiten habe, die einfach begleiten, die sagen, nein, mein Kind ist voll okay, weil wenn es kommen mit dem Thema, dann weiß ich schon, aha, um was geht's. Und dann frage ich, wie waren die Kinder? Na, voll super, voll klasse. Ja, freilich, weil das so erlebt worden ist. Und welches Kind will sich denn eingestehen oder welcher Mensch? War mein Kind war nicht so gut, gell? Wer will sich denn das eingestehen? Niemand. Und was machen Kinder aber oft, wenn sie keine feine Kindheit erlebt haben? Das muss eh nicht heißen, dass es jetzt bei jedem so ist, gell? Verdrängen, sie vergessen das teilweise. Genau. Wenn du dich nicht an Kindheit erinnern kannst, gell? Wenn das nicht mehr da ist. Wenn es weg ist. Das hat das Unterbewusstsein die Psyche aus gutem Grund so gemacht. Und du identifizierst dich dann oft mit dem Täter. Gell? Weil ein Kind will immer von den Eltern verstanden werden. Oder ein Kind will immer, dass es gute Eltern hat, gell? Einen guten Papa, eine gute Mama. Und dann beginnt das Kind, dass er sagt, hey, okay, ich bin nicht in Ordnung, als wie das sagen müsste, hey, einer von meinen Eltern ist nicht in Ordnung. Gell? Das macht ein Kind, damit sie sich da anpasst. Damit es nicht sagt, wow, okay, Mama oder Papa, das ist nicht so cool, das ist nicht so okay. Wenn ich es dann verstanden habe, was ist dann der nächste Schritt? Entscheidung treffen. Genau, Entscheidung treffen. Und dann, wenn ich die Entscheidung getroffen habe? Agieren, genau. Agieren, handeln. Wer von euch kennt den Ivan Petrovich Pavlov? Kennt ihr den? Okay. Ist ein russischer Forscher gewesen. War ein ganz schlauer Mann. Was hat er gemacht? Er hat Experimente gemacht mit Hunden. Er hat Hunde im Zwinger gesteckt. Dann ist eine Sirene gekommen und die Zwinger sind aufgegangen. Die Hunde sind außer, er hat Glockenkleid, ding, und sie haben was zum Fressen gekriegt. Das war 3 Monate wiederholt. Nach 3 Monaten derselbe Ablauf, Sirene, Zwingertüren auf, Hunde außer, Glockenkleid, ding, Hunde am Zabbat, nur hat er nichts zum Essen gegeben. Das heißt, das Gehirn von den Hunden hat 2 Dinge miteinander verknüpft, die was normal nichts zu tun haben miteinander. Der hat die Konditionierung erfunden damals. Und so ist es, wenn wir lange, also Dinge über lange Zeit hinweg wiederholen, werden sie konditioniert. Bei uns Menschen genauso in unserem Gehirn. Das können Sachen, die was gar nichts miteinander zu tun haben. Oder wenn wir jetzt in der Kindheit jahrelang gewisse Dinge erlebt haben, dann hat sich das natürlich konditioniert. Dann ist das in unserem Gehirn angelegt. Und da kommen wir dann nachher noch drauf zurück, wie unser Unterbewusstsein dann schaut, dass genau das, was konditioniert worden ist, immer wieder wiederholt oder dass wir das immer wieder erfahren. Der nächste Schritt ist jetzt dann noch ein Verstehen, das Rekonditionieren. Also dass wir schauen, dass diese Konditionierung wieder aufgelöst wird. Dass wir da für uns arbeiten, für unser Ziel, beziehungsweise im Unterbewusstsein erklären, hey, wir wollen anders leben. Wir wollen das jetzt nicht mehr so haben. Genau. Rekonditionieren. Okay. Und bevor ich jetzt dann weitermache, möchte ich kurz was vorlesen. Und ganz wichtig, was ich glaube, ist, dass alle Eltern alles so gut machen wie es Kinder. Ich glaube nicht, dass wer mutwillig besser handelt. Und wenn es wer tut, ja, ich glaube, da braucht man nichts dazu sagen.